Alles begann vor ein paar Monaten, als in einer Fachzeitschrift für Amtstierärzte ein Artikel erschien, in dem es darum ging, dass in vorwiegend asiatischen Ländern Tierschutzrechte nicht wirklich eingehalten werden können. Den Export in solche Länder wollte das Veterinäramt Landshut in Zukunft so nicht mehr für sich verantworten. Auslöser für diesen Stopp dieses Tiertransport war der Transport einer trächtigen Kuh nach Usbekistan, also ca. 5000 Kilometer weit. Und ich habe dann diesen Tiertransport gestoppt. Mit Unterstützung des bayerischen Umweltministeriums war für das Landshuter Landratsamt klar, das Wohl der heimischen Tiere und das Einhalten europäischer Tierschutzgesetze bei Exporten hat für sie oberste Priorität. Es geht ja hier um Tiere, um lebende Geschöpfe, sage ich jetzt mal. Und es ist doch unser aller Ziel, die Tiere werden hier bei uns gezüchtet unter besten Bedingungen und dann sollen sie auch entsprechend dann behandelt werden. Dieser Meinung ist auch Georg Steckenbiller. Er ist selbst in der Rinderzucht tätig. Das Wohl seiner Tiere ist ihm ein großes Anliegen. Wir leben von den Tieren, also wir melken die Kühe. Und wenn es der Kuh schlecht geht, dann wird es irgendwann mal krank, verursacht Kosten. Also wir tun alles, dass der Kuh gut geht. Der Verkauf und Export von Zuchtvieh ist mit hohem Aufwand verbunden. So gibt es für jedes Rind ein eigenes Dokument als Zuchtausweis. Im Gegensatz zu reinem Schlachtvieh sind diese wesentlich teurer im Verkauf. Der Export von Tieren, um diese dann zu schlachten, ist für Landwirte wie Steckenbiller ein Unding. Weil da ist natürlich das Tierwohl an erster Stelle und ich sage Schlachttiere oder Fleisch muss das Schlachttier bei uns geschlachtet werden und dann das Fleisch verladen werden und dann das Fleisch exportiert werden. Also ich bin ein totaler Gegner von dem, dass man Tiere zum Zwecke der Schlachtung tausende Kilometer transportiert. Der Verkauf und Transport von Rindern ist nach EU-Recht nur unter Beachtung von genauen Tierschutzvorgaben möglich. Deutschland und gerade auch Bayern ist beim Einhalten der Regelungen vorne mit dabei. Trotzdem gibt es eines zu bedenken. Die Tierschutzbestimmungen, das heißt Pausen entsprechend nach 8 Stunden Transport, die Tiere abladen, tränken, füttern, auf diesen Transportwegen nachweislich nicht eingehalten werden können, in diese sogenannten Drittstaaten, beispielsweise Usbekistan, in die Maghreb-Staaten und so weiter. In insgesamt 17 Länder darf Bayern fürs Erste jetzt nicht mehr exportieren. Seit Anfang Januar bleiben deshalb bayerische Landwirte ohne Transportgenehmigungen auf ihren Rindern sitzen. Für Josef Tischler vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie Josef Zehentner vom Zuchtverband Landshut eine nicht ganz verständliche Entscheidung. Wenn es Verfehlungen gibt im Bereich Transport, ist es auch von unserer Seite nicht duldbar. Aber es ist eben schwierig, pauschal Urteile zu treffen über ganze Länder. Ich denke, es wäre sinnvoll, dies vor Ort sich anzusehen, auch zu überprüfen und dann zu handeln und nicht auf einzelne pauschale Aussagen zu gehen. Okay, es ändert sich ja nichts am LKW, am Transport, wenn der die Außengrenze jetzt überschreitet. Der Fahrer ist der gleiche, die Bedingungen sind die gleichen, das Fahrtenbuch ist das gleiche. Und jeder ist bestrebt natürlich, dass den Tieren auf dem Transport nichts passiert. Das ist eine ganz normale Geschichte. Von dem gehen wir immer aus und dafür sind wir da und dafür garantieren wir auch. Eine nationale Lösung soll laut dem Umweltministerium bei der nächsten Agrarministerkonferenz Mitte April gefunden werden. Solange müssen sich die bayerischen Viehzüchter andere Möglichkeiten suchen, ihr Zuchtvieh loszuwerden. Gerade für Betriebe mit Hauptabnehmern in Ländern wie der Türkei ein schwieriges Unterfangen. Georg Sachsenhauser vom Bayerischen Bauernverband ist davon nicht begeistert. Wenn jetzt keine Transporte mehr stattfinden können, dann quälen die Ställe über, die Tiere sind belegt, die müssen irgendwann abkalben. Man darf nicht überbelegen, also Tierschutz ist auch wieder gefordert, sage ich jetzt mal so. Also, und trächtige Tiere darf man auch nicht schlachten, ist ja ganz klar, ist ja richtig so. Dass die sich überfüllenden Zuchtviehställe nicht gerade dem Tierwohl dienen, ist wohl verständlich. Das ist auch dem Landratsamt Landshut sehr wohl bewusst. Es sollte eine Chance auch sein für unsere Landwirtschaft, darauf hinzuweisen, wir produzieren hochwertigste Qualität und wir wollen, dass diese Tiere auch ortsnah entweder geschlachtet werden oder aber auch vermarktet werden und verwertet werden. Den Abnehmer einfach so zu wechseln, ist laut Georg Sachsenhauser nicht so einfach möglich. Außerdem würde es rein marktwirtschaftlich nicht immer Sinn ergeben, Exporte regional herunterzubrechen. Wenn es aufgrund von Interviews oder Berichten oder Statements, Kommentaren in Zeitschriften Entscheidungen getroffen werden, dann weiß ich nicht, was praktisch irgendwo noch sachlich irgendwo entschieden wird, sondern dann ist das also Willkür Tür und Tor geöffnet, sage ich jetzt mal so.